Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, was haben wir die Woche? Die Woche haben wir kurzer Kontrollverlust. Okay. Weihnachtliche Blutbäume. Und das stille Örtchen. Na dann, schauen wir, wo das liegt. Martin, was war los bei Schwarz-Klar die Woche? Hast du die Frage gelesen von dem ehemaligen US-Botschafter in Wien, von dem Ronald Lauder? Bin mir nicht sicher. Hat kurz FPÖ unter Kontrolle? Sollte das nicht eher heißen, wollte er sie jemals unter Kontrolle haben? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Wegen Plan? Ja. Die Woche ist ja Phase 2 Kampf gegen die Armen ausgerufen worden. Was, gegen die Armut? Nein, gegen die Armen. Die machen keine linke Politik. Okay, was ist passiert? Neue Mindestsicherung ist präsentiert worden. Stimmt, da habe ich was gehört, ja. Genau. Wer kriegt denn jetzt mehr? Mehr, es kriegen fast alle weniger. Ah ja, Kampf gegen die Armen. Richtig. Ja, Entschuldige. Apropos, ja? Weniger. Die Kriminalitätsrate sinkt. Das ist doch gut. Aber nicht für die FPÖ. Wieso? Ja, die Kriminalitätsrate unter Asylwerbern sinkt auch. Oh shit. Ja, eben. Damit verlieren sie die ganze Legitimation ihrer Politik. Was tut er dann, der Kickel? Naja, er kann ja noch ein bisschen reiten. Was stand denn da heute in dieser Vorweihnachtszeit über Trump zu lesen? Naja, der Beginn ist eher weniger weihnachtlich. Mhm. Wir haben schon darüber berichtet, es marschiert eine Armee von über 7000 Menschen aus Südamerika auf die Grenzen der USA zu. Ja, die Flüchtlinge. War das nicht damals bei den Midterms-Elections? Ja, aber die sind jetzt vorher unterwegs. Es dauert, bis die da sind. Jo. Und jetzt sind die ersten 500 da. Okay. In Tijuana. Mhm. Und die wollen scheinbar nicht die Kiefer trinken. Mhm. Die haben eben probiert, über die Grenze zu gehen. Woraufhin die Grenzpolizisten gleich mal mit Pfefferspray und allem dagegen gehalten haben. Jetzt wird es ernst für Trump. Und dann stellt sich die Frage, schickt er wirklich die Armee ab und lässt im Zweifelsfall auch wirklich die Leute schießen? Oder besinnt er sich und kommt mit einer humanitären Lösung? Trump besinnt sich? Das ist selbst für die Weihnachtszeit eine naive Vorstellung. Ja, du hast recht. Und vor allem, wenn man bedenkt, was die Melania gerade mit dem Weißen Haus aufführt. Was macht sie? Naja, sie schmückt es weihnachtlich. Das macht man zu der Jahreszeit. Richtig. Aber vielleicht macht man das nicht mit einem Stephen King Mystery Wonderland. Ist das nicht der Gruselautor? Ja. Sie hat Blutbäume im Weißen Haus aufstellen lassen und andere Grauslichkeiten. Ich finde das unpassend. Ja, wieso? Mit dem Trump haben wir genug Grusel im Weißen Haus. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du gelernt die Woche? Die Wiener Linien haben eine Teilleistungsstörung. Teilleistungsstörung? Mhm. Was ist das? Ja, wenn jemand was eigentlich ganz normal kann, nur irgendein Teil gar nicht. Und was ist das bei den Wiener Linien? Naja, der Wiener Gemeinderat hat 2013 beschlossen, dass sie die WCs... Vor über 5 Jahren? Ja, genau. Okay. Dass sie die WCs bei den U-Bahn-Stationen von den Bezirken übernehmen müssen. Okay. Ist ja nicht so kompliziert. Genau. Das ersten 2,5 Jahre haben sie das nicht einmal realisiert. Ja. Fehlerhafte Kommunikation, ganz klar. Dann haben sie sich überlegt, ob sie es überhaupt wollen. Okay. Dann haben sie einen Plan vergeckt. Okay, dann ist immer gut. Ja, hat nicht funktioniert. Dann haben sie eine Ausschreibung gemacht. Okay. Die ist gescheitert. Okay. In der Zeit bauen die normalerweise ganze U-Bahn-Strecken. Die U5? Genau, die braucht auch nicht länger. Ja, und das ist eine Teilleistungsstörung. Finde ich schon. Und absolut. Und was hast du gelernt? Das ist die erste Zeit, wenn man was festgestellt. Wir werden schon langsam zu seriös. Ach so? Es fehlen wieder diese schlüpfrigen Nachrichten. Und du glaubst, das fehlt den Zuseherinnen, gerade im Advent? Absolut. Na dann erzähl. Naja, unsere Zuschauer, ihr werdet ja durchaus vertraut sein mit der Praxis des Oralgeschlechts, also des Oralverkehrs beim Geschlechtsverkehr. Na, keine Ahnung, erzähl. Das erkläre ich dir dann.
Okay. Auf Kamera. Okay. Sehr schön, das wird ein längeres Gespräch. Also umgangssprachlich nennt man das Ganze auch Blase. Mhm. Okay? Und witzige Randnotiz, mhm, es hat nichts mit zu tun. Mhm. Aber das erkläre ich dann später. Okay. Das, was ich gelernt habe, ist, dass ein Grazer Start-up-Unternehmen ein Gerät erfunden hat, in das die Frau reinbläst, mhm, wie beim Alkotest, und dann feststellen kann, ob sie schwanger werden würde beim Sex an dem Tag. Und somit kann sie dann das, die Verhütung viel besser machen. Ich habe eine schlechte Nachricht für das Grazer Startup. Wieso, was? Das ist völlig unnötig. Ja, glaube ich nicht. Es gibt schon viele Vorbestellungen. Du, aber wenn die Frau nur bläst, wird sie nicht schwanger. Und ich hab glaubt, du kennst ihn nicht aus. Tja, mit diesem wohlgemeinten Tipp schicken wir euch nun in die Adventszeit. Habt es fein. Seid lieb zueinander. Stresst euch nicht zu beim Einkaufen, oder? Ja. Genau. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Otto-Zuschauer sehen wir am Montag, 20 Uhr. Ganz genau. Bis dahin, pfiat euch und euch Zuseher hier im Internet. Natürlich sagen wir auch vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Richtig. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ja, bis dann. Ciao. Sollen wir es wirklich sagen? Na. Ja, sicher. Na. Na komm, wir wollen es wissen. Na, das sag's ja. Wir haben nächste Woche einen Überraschungsgast. Aber